Unterschrift gegen Trump vorzubereiten. Dass Trump wirklich entmachtet wird, das ist aber unwahrscheinlich, denn das Amtsenthebungsverfahren, das würde im Senat geführt werden, wo Trumps Republikaner die Mehrheit haben. Weltweit sind die Masern im Vormarsch. Die WHO schätzt, dass allein im Vorjahr 140.000 Menschen daran gestorben sind. Und der Pazifikinsel Samoa verwütet derzeit eine regelrechte Epidemie, die bisher 62 Todesopfer gefordert hat. Die Regierung hat den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Wer nicht geimpft ist, der muss jetzt eine rote Fahne vor seinem Haus hissen, damit die Impfteams wissen, wo sie impfen müssen. Berichtet für 3 Susanne Rückert. Leere Straßen in Samoa. Private Autofahrten sind heute und morgen verboten. Öffentliche Geschäfte und Einrichtungen geschlossen. Der Fährverkehr der polynesischen Inselgruppe eingestellt. Hier und da erschallt der Impfaufruf. Hunderte mobile Impfteams ziehen derzeit durchs Land mit der groß angelegten Impfaktion. Der ausgebrochenen Masernepidemie den Kampf angesagt. Wir haben 2 Feiertage ausgerufen, damit alle zu Hause bleiben. So können unsere Impfteams möglichst rasch überall hinkommen, erklärt Samoas Premierminister Tuilepa Sailele Maliele Gaui. Bisher waren nur rund 30% der rund 200.000 Einwohner Samoas gegen Masern geimpft. Ziel der Behörden bis Freitagabend 90%. Jetzt zu den Wetteraussichten und zu Rainer Schulters. Am heutigen Freitag gibt es wieder ruhiges Unterwetter. Das bedeutet aber in Minderungen einige hartnäckige, wenn nicht sogar beständige Nebelfelder. In Berg und Hügel hingegen scheint oft die Sonne und wird es recht mild. Die Temperaturen nämlich mehr nach Nebel und Sonne, meist minus 3 bis plus 9 Grad. In höheren Lagen oberhalb von 1000 Meter sogar bis zu 12 Grad. Das Wochenende verläuft dann windig, zeitweise sonnig. Am Samstag ist an der Alpen-Nordseite und im Osten etwas Regen oder auch gefrierender Regen zu erwarten. Kommen Sie gut durch die Nacht. Hier ist Ö3 mit dem schnellsten Verkehrsservice Österreichs. Wir sind in der Steiermark auf der A9 für die Autobahn. In Fahrtrichtung Linz bei Graz, da ist der Plaputtunnel gesperrt. Der Grund sind hier Bauarbeiten. Am besten, Sie weichen hier noch bis 5 Uhr durch das Grazer Stadtgebiet aus. Gute Fahrt. Die Und hier ist Ihr Host, Verena Digger. Ho, ho, ho! Was macht eigentlich der Weihnachtsmann? Wurscht, wie macht der Nikolaus? Hauptsache, der Jutesack ist voll mit Musik, Musik, Musik. Ich wünsche eine schöne Nacht heute am 6. Dezember. Hi, ich bin die Verena. Lass uns freuen und zusammen. Und es reicht vom Herzen freuen. Lustig ist die Tralala. Bald ist Nikolaus.